Hallo, ich bin der Malcolm und heute zeige ich euch, wie man mit KSPE-Steinen eine Hauswand baut. Mit KSPE-Steinen kann man tragendes Mauerwerk schnell, effizient und maßgenau errichten. Der Vorteil an KSPE-Steinen ist, sie werden im Dünnbettmörtelverfahren vermauert und die Teilsteine werden schon vorgeschnitten an die Baustelle geliefert. Dazu hat man einen Plan. Da stehen Nummern und Buchstaben drauf und anhand des Plans kann man dann an den Steinen erkennen, wo genau die Steine hinkommen. Bevor man die ersten KSPE-Steine setzen kann, sollte man immer eine separate PE-Folie im Dünnbettmörtelverfahren auf die Kimmschicht verlegen. Also den Dünnbettmörtel benötigt man dafür, dass die Folie geschützt ist und nicht durch irgendwelche Verkantungen kaputt gehen kann und dass ein bisschen die Höhe ausgeglichen wird. Und die Folie an sich schützt einfach nur noch mal gegen aufsteigendes Wasser im Mauerwerk. Den Dünnbettmörtel trägt man mit dem Mörtelschlitten auf die Folie auf. Sobald man die PE-Folie verlegt hat, beginnt man mit den Ecken von der Hauswand, also man fängt immer an den Ecken an zu mauern, richtet die mit der Wasserwaage aus und kann danach die Schnur spannen, um die Hausflucht einzuhalten. Das ist der Stein A315 und wir wissen genau, dass er an diesem Fleck positioniert werden muss. Als nächstes spanne ich die Schnur hier um die Ecke, damit ich dann hier danach die Flucht von der Hauswand einhalten kann. Entlang der Flucht werden die KSPE-Steine schnell, effizient und maßhaltig vermauert. So. Hier an der Stirnseite des Steins erkennt man Nut und Feder. Die werden dann ineinander verzahnt. Das spart Zeit, da man die Stoßfugen nicht mehr vermörteln muss. Und Mörtel ist auch um einiges teurer als ein Kalksandstein. Hier erkennt man, wie der Stein dann verzahnt wird. Vorne an den Stirnseiten des Steins sind immer die Stoßfugen, da die Steine quasi aneinander stoßen. Und unten drunter die Horizontalfugen, die nennt man Lagerfugen. Die werden auch vollfugig vermauert, um den Brandschutz zu gewährleisten.